Autodiva in München bei Audi auf der Vorstellung des Audi Q5 Hybrid Quattro. Ich habe viele Fragen zum Hybrid und habe einen Ansprechpartner hier. Und wer sind Sie und was machen Sie bei Audi? Mein Name ist Marco Bauer. Ich arbeite mit in der Projektleitung für den Audi Q5, im Speziellen den Audi Q5 Hybrid Quattro. Was ist das denn jetzt für ein Hybrid? Ist das ein Mild-Hybrid? Ist das ein Plug-in-Hybrid? Das ist erstmal die Generation oder die Klasse Full-Hybrid, weil wir die Fähigkeit haben, neben dem normalen Verbrennungsmotor über den Elektromotor, den wir hier sehen, auch rein elektrisch zu fahren. Also hier ist der Elektromotor? Das ist der Elektromotor, er ist integriert in das Getriebe. Wir haben also ein Aggregat, das nach außen hin vom Package her erstmal gleich ist. Und wir haben anstatt einem Wandler in dem Automatgetriebe die E-Maschine verbaut, die über die Hochvoltleitungen von hinten von der Batterie mit Energie versorgt wird und über den Quattro-Antriebsstrang die Energie ganz normal ans Fahrwerk weiter liefert. Und wir haben natürlich da nebenbei noch Dinge umändern müssen auf die neue Technologie. Das ist beispielsweise der Klimakompressor, der jetzt auch über die Hochvoltleitung versorgt wird. Wenn Sie als Fahrer fahren und der Verbrennungsmotor geht aus, würde im Normalfall auch die Klimaanlage ausgehen. Wir hätten also nur noch ein Gebläse. Und der Audi Q5 Hybrid Quattro schafft es auch dann weiterhin, volle Klimatisierung zu schaffen, weil wir den Klimakompressor über das E-System mit antreiben. Wie und wo wird die Energie überhaupt gesammelt? Also wir haben zwei Betriebspunkte, in denen wir Energie dem System zufügen. Das ist einmal das Bremsen, die sogenannte Bremsrekuperation. Das heißt, der Fahrer bremst den Wagen ab und wir vernichten die Energie nicht wie herkömmlich in den Bremsscheiben, sondern wir nutzen die Elektromaschine als Generator und erzeugen damit Strom. Das ist der eine große Teil der Energiegewinnung. Der andere Teil der Energiegewinnung ist, dass wir im Teilbereich nicht nur den Verbrenner laufen lassen, sondern ihn bewusst mehr fordern, den Betriebspunkt dadurch verschieben und den E-Motor wieder als Generator verwenden, um dem elektrischen System Energie zuzuführen. Wo wird denn die Energie, die zurückgewonnen wird, wo wird die gespeichert? Dazu haben wir hinten im Hinterwagen die Batterie verbaut. Sie nimmt die Energie auf, speichert die Energie und kann sie dem Wagen wieder zur Verfügung stellen. Wie fahre ich denn jetzt am effizientesten? Ganz generell gelten natürlich die Tipps und die Hinweise, die für konventionelle Fahrzeuge auch gelten. Sie fahren möglichst vorausschauend, sie fahren möglichst moderat. Und dabei kann die Hybridtechnologie gut zur Geltung kommen, indem sie einfach immer wieder im Teillastbereich Energie erzeugen, sie beim Beschleunigen mitnutzen und eben vor allen Dingen auch die Bremsenergie wieder dem Wagen zurückgewinnen, indem sie beim Bremsen rekuperieren. Wir gehen einfach mal zum Auto und da schauen wir uns das mal an. Gerne. So, was wir jetzt sehen, ist das Parameter, das jetzt auf Ready gegangen ist, um einfach zu zeigen, der Wagen ist betriebsbereit. So, in dem Modus können wir losfahren. Wir sehen, die Batterie ist ungefähr halb geladen. Jetzt ganz normal wie bei einem herkömmlichen Automat die Gangstufe einlegen und dann habe ich jetzt D, ne? Das wäre jetzt das effizienteste richtig. Fahren. Genau, und los geht's. Genau. Aber Bremse löst automatisch. Sich automatisch, genau. Ne? Genau. Jetzt fährt er aktuell elektrisch und wenn wir das bewusst auch noch betonen wollen, dieses elektrische Fahren, dann drücken wir hier drauf, das erweiterte elektrische Fahren, EV-Mode. Das heißt, jetzt fährt der Wagen bewusst lange elektrisch, um zum Beispiel durch Wohngebiete oder dergleichen durchzufahren. Sie haben jetzt auch eine Gaspedalkennlinie, die flacher ist, um es noch besser zu dosieren. Und der Kunde kann also so elektrisch fahren, bis die Batterie leer ist. So, jetzt sehen wir, der Verbrennungsmotor läuft orange. Die Pfeile zeigen an, dass wir verbrennungsmotorisch angetrieben werden. Und parallel sehen wir die Batterie, die geladen wird. Jetzt sind wir schon im nächsten Modus. Jetzt rekuperieren wir, das heißt, wir nehmen Energie auf. So, und jetzt einfach beim Bremsen auch nochmal drauf achten. Genau, solange sie im grünen Bereich bleiben, wird die Energie also wirklich nur über die E-Maschine zurückgewonnen. Erst wenn sie da unten in dem grauen Bereich sind, dann sind auch die mechanischen Bremsen im Eingriff. Ah ja, okay, also daran sieht man das. Ja, das ist auch bewusst so gemacht, damit der Fahrer Bescheid weiß und immer in dem grünen Bereich bleibt und möglichst energetisch gut für den Wagen fährt. So, das ist jetzt Boosten. Wir haben volle Motorleistung, sowohl Verbrennungsmotor als auch E-Maschine sind voll im Einsatz.
und treiben den Wagen über den Quattro-Antriebsstrang an. Und die Kunst war es einfach, diese Übergänge sehr komfortabel abzustimmen. Sie sehen ja, wie viele Bedingungen oder wie viele verschiedene Fahrmodi wir hier haben. Und die alles sauber so in Einklang zu bringen, dass es für den Fahrer letzten Endes im ersten Ansatz gar nicht nachvollziehbar ist, dass er jetzt schon umgeschaltet hat und dass er jetzt eigentlich rekuperiert und wieder eine Verbrenner anschmeißt und dergleichen mehr. Dass es nach außen hin alles so funktioniert, wie letzten Endes ein konventionelles Fahrzeug auch.